was geht bei euch ab? Junge, willkommen zu einem weiteren COD-Commentary. Live natürlich hier am Start mit den Händen auf der Tastatur. Wir spielen Kyrie. Ich muss kurz noch meine Schuhe ausziehen. Eine Sekunde. Oh Gott, es geht schon los, meine Schuhe. Moment. Okay. Concussion out! Nein, es ist laut. Moment mal. Ich habe den Griff abgemacht und hab mir da noch ein Laser-Bum-Bum dran gemacht, nicht? So, die Runde war natürlich zu Ende, wie es immer ist, ne? Wenn man eben da mal gerade anfängt, hier was Cooles aufnehmen zu wollen. Egal. Weitere Runde. Ja, neue Runde. Neues Glück. Ja, glücklich ist es hier nicht wirklich, ne? Wie das hier abläuft, glaube ich. Ein Schnüberle. Vorsicht! Folgendes Thema. Frauen, die in die Toilette fallen. Ich habe damals die South Park-Folge gesehen und hab davor noch nie was davon gehört gehabt, dass Frauen in die Toilette fallen können oder eben einfach, dass sie reinfallen. In der South Park-Folge ging es irgendwie darum, dass einer eben den Deckel oben gelassen hat, nach dem Pinkeln. Die Mutter hat oft gesagt, lass den Deckel nicht immer oben, sonst falle ich irgendwann rein. Dann ist sie irgendwann reingefallen. Und ich dachte, South Park, hab dann wieder eine lustige Geschichte erzählt. Aber hey, das passiert wirklich. Es gibt Frauen, die in die Toilette fallen. Und man fragt sich dann natürlich, warum. Warum macht ihr das, Fräuleins? Warum fallt ihr eigentlich in die Toilette? Macht das Spaß? Und ich habe tatsächlich aus meinem näheren Umfeld, habe ich so ein paar, ich kenne ein paar Hineinfallerinnen, die es tatsächlich schon geschafft haben, reinzufallen. Also natürlich passiert das eher nachts, diese Fall-Action. Komm her! Hit me! Kurt Cobain is down. Da heißt es dann, ja, nachts, ich bin es ja gewöhnt, da ist der Deckel einfach so, wie er ist, beziehungsweise die Brille ist unten, der Deckel ist oben, das muss halt einfach so sein. Und als Mann hat man dann praktisch auch die Pflicht, das so hinzumachen, weil sonst wäre das kacke. Sonst fällt man da ja rein, beziehungsweise pinkelt auf den Deckel drauf. Was ist denn da los? Ah, jetzt mal im Ernst, ich meine, als Mann geht man ja auch nicht hin und pinkelt einfach an die Wand. Man guckt doch, wo man steht oder wo man, also ich meine, also man macht einfach die Augen auf. Ich habe es so gelernt, einfach in meinem Großwerden, in meinem Erwachsenwerden, habe ich es gelernt, dass man den Deckel, wenn man gepinkelt hat, macht man den Deckel wieder runter. Aus Hygienegründen, aus Geruchsgründen und so weiter und so fort, dafür ist der Deckel da, dass man ihn runter macht. Ich verreck die ganze Zeit, Mann. So, es ist und tot. Und dann nicht mal mit der Nate gekillt. Alter, wie fantastisch ist das? How fucking amazing is that, bruh? Was ist da rein? Geht weg. Der Laser macht's, echt? Shit, wo sind sie? Hinter mir. Ja, man macht den Deckel einfach runter und da kann man als Frau ja auch nicht sagen, ich gehe nachts hin und hock mich drauf und pinkel drauf. Aber es wurde mir schon gesagt, sowas wie, aber Vorsicht, mach den Deckel hoch, sonst passiert es mir vielleicht, dass ich auf den Deckel drauf pinkel. Man muss doch gucken, wo man. Man läuft doch auch nicht gegen die Tür. Ja, es mag sein, dass es dunkel ist und man müde ist, aber dennoch schaut man doch. Oder macht sich das Licht einfach. Was ich, jetzt hat er nichts mit Licht zu tun. Die Frauen hocken sich tatsächlich einfach hin, ohne nachzudenken und pinkeln. Also, und fallen in die Toilette rein. Das ist doch nicht schön, da reinzufallen. Mensch, Mädels, mach doch mal die Augen auf. Da gab es dann bei South Park große Diskussionen darum und auch im wahren Leben gibt es wohl die Diskussion darum, dass die Frauen sagen, der Mann ist schuld, weil der Mann eben das Klo praktisch nicht so präpariert, dass die Frau ohne zu gucken auf die Toilette gehen kann. Was natürlich die Männer, also ich, als großen Schmarrn empfinden bzw. ansehen. Das ist natürlich auch totaler Schmarrn. Die Männer sagen, die Frauen sollen gucken. Das ist zwar jetzt, weil ich ein Mann bin und natürlich dann die Sache der Männer unterstütze, das hätte man erahnen können. Wisst ihr, wie ich meine? Aber theoretisch ist es so, wie man es eben als Kind gelernt hat. Man geht auf die Toilette und man findet das Klo praktisch geschlossen. Weil der Deckel und die Klobrille sowieso. Und der Deckel muss ja auch runter. Aus Hygienegründen. Der Deckel hat ja einen Grund. Und aus diesem Grund ist der Deckel zu. Das heißt, man findet das Klo so vor. Man muss den Deckel also hochmachen, die Brille auch, wenn man im Stehen pinkelt, damit man nicht alles vollspritzt. Und wenn jetzt die Frauen kommen und sagen, im Stehen pinkeln und bla bla bla, hier, das ist jetzt nicht das Thema dieses Videos. Das ist dann vielleicht das Thema des nächsten Videos. Aber hier geht es mir wirklich nur um dieses im Sitzen reinfallen. Man kann doch nicht einfach in die Toilette fallen, Fräuleins. Augen auf beim Pinkelverkehr. Wenn man nachts auf die Toilette geht, ist man verschlafen, es mag sein, aber wie gesagt, als Mann stellt man sich auch nicht 2 Meter neben das Klo und strüllt dann den ganzen Boden voll und sagt irgendwie, ich war müde. Sonst ist das Klo immer da. Nein, das macht man nicht. Macht die Augen auf und fällt nicht ins Klo. Und natürlich kann man als lieber netter Mann auch einfach sagen, ich mach die Klobrille einfach immer runter, den Deckel hoch, dann fällt meine Frau nicht rein. Kann man auch sagen. Kann man auch machen. Ist auch eine gute Idee. Also ich mach das so. Wenn meine Freundin da ist, ich mach den Klodeckel nicht runter und auch lass die Brille auch nicht um, sondern ich mach die Brille einfach immer runter und lass den Deckel auf, damit sie nicht reinfällt. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass jemand ist, da reinfällt. Aber einfach aus, ist eine Vorsichtsmaßnahme, ja? So ein nasser Hintern mitten in der Nacht ist bestimmt kacke. Also dann vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Verzeiht mir das schlechte Gameplay. Ciao, ciao.